Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Overlord. Ja, beim letzten Mal haben wir die Statue der Muttergöttin gefunden und wir haben dann einige Schergen von uns da drin geparkt, möchte ich einfach mal sagen. Und die wollten uns dann einen neuen Teleporter suchen. Und wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Gebirgspass, denn wir müssen ja immer noch den Zwergenkönig finden und angreifen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht gehabt. Und dann würde ich mal sagen, ich schnapp mir einfach hier mal wieder eine ordentliche Schergenarmee. So. Und, obwohl, nee, das waren ja die Roten. Dann mal wieder ein paar zurück. Gar nicht mitbekommen, dass wir so viel rote Lebensenergie gefunden haben. Und... ah, wir können jetzt ja wieder mehr Schergen dabei haben. 35 jetzt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Und da drüben ging es zur Baustelle. Da haben wir jetzt eigentlich alles erledigt, soweit ich das in Erinnerung habe. Wie gesagt, diesen riesigen Golem hatten wir da besiegt und haben daraufhin dann unsere Schergen in der Statue versteckt. Und jetzt wollte ich eigentlich hier unter durch, aber muss gerade sehen, dass ich da gar nicht durchpasse. Können unsere Schergen da unten lang, oder? Also soweit ich das sehe, geht's da eigentlich nochmal weiter. Ah, hier runter. Ah, sehr gut. Und dann stören wir doch mal gleich hier wieder deren Party, würde ich sagen. Noch ein bisschen Randale. Und da vorne hat sich wieder ein blauen Zettel gelegt. Hä? Okay, wer genau jetzt hier gerade so stark war, habe ich nicht ganz mitbekommen. Aber wir haben gerade ordentlich Schergen verloren. Merkwürdig. Also ich dachte eigentlich, das wären jetzt normale Zwerge gewesen. Von daher bin ich so ein bisschen verwundert jetzt, dass wir gerade so viele Verluste erlitten haben. Naja, wir gehen einfach mal weiter. Und da gehen wir erstmal rechts. Da habe ich nämlich ein Item, glaube ich, gesehen, oder? Ah ne, es war nur wieder eine Brücke, die wir nachher hoch machen können. Okay, dann gehen wir hier lang und schauen mal, wo es jetzt hier hingeht. Ist hier noch was? Ne, sieht nicht so aus. Und wir sind jetzt hier oben auf der Burg drauf. Scheinbar auf dem Turm. So, da kommt noch ein großer Zwerg. Oh, oder sogar zwei. Und ich hoffe, die Blauen beleben hier mal die Leute wieder. Ja. Sehr schön. Und was gibt's hier oben? Hier gibt's einen neuen Zauberspruch. Ich werde aber erstmal hier die Truhen noch kaputt machen. Und mir das Gold da rauscatchen. So. Und dann würde ich mal sagen, fünf Leute gehen da mal ran. Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Und dann haben wir einen neuen Zauber. Und da eine Scherge hängt hier. Komm mit. Los, komm mit. Ah, was mit ihm? Komm her. So. Okay, einen neuen Zauber gefunden. Dann sollen die den mal zurück zum Teleporter bringen. Und ich gehe nochmal kurz hier lang. Vielleicht habe ich da was über... da sind auf jeden Fall noch ein paar Truhen. Kann ich hier die Schergen irgendwie rüberschicken? Nee. Okay, das heißt, es muss noch einen anderen Weg geben, um hierher zu kommen. Gut. Ich glaube, in der Brauerei war noch ein Durchgang, wo wir noch weiter konnten. Und würde ich mal sagen, da gehen wir einfach mal hin. Ich warte mal, dass die jetzt ihren Zauber da abliefern.
die Schergen parke ich dann mal hier, damit... Ah ne, da drüben sind ja noch große Zwerge. Na, ich warte mal kurz, bis sie da den Zauber abgeliefert haben. Und dann... Der Unterwerfungszauber macht alle Gegner in der Nähe still, wie Lämmer, sodass ihr entscheiden könnt, wie ihr sie schlachten wollt. Ah, okay. Also, neuer Zauberspruch mal wieder. Und da vorne die dicken Zwerge werden wir jetzt auch nochmal platt machen. So, hier die blauen. Dann liegen wieder ein paar. Da. Sehr schön. Wieder beleben. Okay. Und dann haben wir wieder unsere 27 Schergen. Na, hier liegt noch ordentlich Gold, Lebensenergie. Sehr schön. Und dann gehen wir wieder zurück in die Brauerei. Und holen uns gleich erstmal wieder einen ordentlichen Schub an. Schergennachschub. So, hier gab es auch die Grünen, genau. Da füllen wir einfach mal unsere Armee. Und wir haben schon wieder recht wenig Lebensenergie von den Grünen. Oh, hier sind ja Zwerge. Ah, gut, da ist wieder einer gefallen. Ah, wo sind die Blauen? Los, los, los. Konnten sie schon wieder nicht wiederbeleben. Keine Ahnung, warum die normalen Zwerge jetzt gerade so stark sind. Haben wir noch alle Blauen? Nee. Hol ich mir nochmal zwei. So, und ein Grün. Gut. Dann lasst uns weitergehen. Und zwar ging es jetzt, glaube ich, hier drüben weiter, wenn wir durch dieses Tor gehen. Schicken wir mal einfach unsere ganzen Schergen hier rauf. Sehr gut. Und dann gehen wir hier durch. Genau, hatte ich es richtig in Erinnerung. Und dann wollen wir mal schauen. Die Hintertür der Brauerei ist offen. Okay. Gut, jetzt haben wir bloß das Problem, dass wir hier irgendwie... Ah, okay, die Tür öffnet sich. Ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt hier vor so einem riesigen Tor stehen und da nicht durch können. Das wäre irgendwie ein bisschen bitter gewesen. Und hier haben wir schon wieder den nächsten Checkpoint. Teleporter, wie auch immer. Okay, haben wir noch... Ah, wir haben noch alle rote. Dann bleiben wir erstmal in der Besetzung, würde ich sagen. Hier die Schafe killen. Und können die blauen hier rüber ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass die hier irgendwo ins Wasser können. Nee. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier außen rumgehen erstmal. Da vorne ist ein Lebensschrein. Den brauche ich aber nicht. Volle Lebensenergie. Ist die Spiritualum angekommen, Herr? Eure Schergen sind entkommen und suchen nach einem geeigneten Tonpunkt. Ah, okay. Ja, ihr habt es gerade gehört. Die Statue ist jetzt mit Jule, das ist ja die Diebin gewesen, die Statue jetzt geklaut hatte, in deren Land angekommen. Und die Schergen, die wir da drin versteckt hatten, die haben jetzt, sind jetzt rausgekrochen und suchen ein neues Portal, damit wir dann uns später in dieses Land teleportieren können. Und wir lassen hier mal wieder die Brücke hoch. Und schon haben wir hier den Weg, wo wir eben nicht mehr weiterkamen. So, hier noch zwei Schafe. Mach die auch nochmal platt, da liegt noch Lebensenergie. Und dann können wir hier vorne weitergehen. Mal schauen, wo es hier jetzt so hingeht. Na, da sind... Ne? Ein paar von diesen Käfern sind da links. Ah, hier rechts ist auch einer. Schicken wir einfach mal eine Horde rauf. So, die Lebensenergie könnt ihr gleich mitbringen. Brave Scherben. Und... Dann wollen wir mal schauen. Ah, schon wieder ein Elf. Sie sind im Arcanium-Bergwerk. Wir hatten nicht mal Zeit, den Schmelzofen zu retten. Ah. Das riecht doch nach einem dritten Schmelzofen für uns. So, findet den Schmelzofen im Arcanium-Bergwerk. Und wir machen hier dann gleich erstmal diese Viecher platt. Die Käfer.
So, erstmal alle unsere Schergen darauf. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht wieder ihren dicken Angriff machen. Okay. Genau, den meinte ich. Oh, jetzt müssen die Blauen ja aber mal echt gute Arbeit leisten. Sehr viele Verluste, die wir erlitten haben jetzt. So, da vorne sind noch ein paar von den Käfern. Werden wir die auch nochmal angreifen. Und da der letzte. So. Gut, ein Scherge hängt da vorne wieder. Komm her. Und wir holen uns mal schnell unsere Armee wieder zurück. Schnell mal zum Teleporter latschen. Braune, rote haben wir noch alle. Blaue fehlen vor allem auch wieder. Die werden wir uns nochmal schnell zurückholen. Und dann werden wir in dieses Bergwerk gehen. Und mal schauen, ob wir da jetzt den Schmelzofen finden. So, nehmen wir noch einen grün. Und den Rest braune. Davon haben wir noch mehr als genug Lebensenergie. Ich würde zwar eigentlich lieber die grünen mitnehmen, aber da haben wir leider nicht mehr ganz so viel Lebensenergie von. Von daher müssen 10 Stück reichen. Wie viele Braune haben wir jetzt? 15 Braune. Okay. So, und dann lass uns da mal reingehen. Denn neue Rüstung, neue Waffe, das ist auf jeden Fall mal verlockend. Und ich glaube, 3 Schmelzöfen sind auch das Maximum. Mehr können wir, glaube ich, nicht haben. Und wir gehen mal hier rein. Genau, Arcanium Bergwerk. Sieht doch gut aus. Und da sind wieder einige von diesen Flammenwerfer-Zwergen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber die Roten, die waren ja immun dagegen. Gegen Feuer. Und dann würde ich mal sagen, wir versuchen das einfach mal mit den Roten. So, lass mich mal schauen. Da hinten sind ein paar normale Zwerge. Da werde ich die erstmal angreifen gleich. Erstmal hier die Fässer kaputt machen. Und dann mal alle rauf hier. Genau, da liegen sie. Hier die Kisten. Nehmen wir natürlich auch mit. Ein paar Items haben wir da gefunden. Oh, wie ist der jetzt gestorben? Gar nicht mitbekommen. Gut. Ah, beleb ihn wieder. Er kommt hier zurück. Und was haben wir denn da unten? Da unten ist mal eine ordentliche Schneckenhorde. Um Gottes Willen. Ja. Werde ich mal hier mit den Roten angreifen. Ah, die sind recht effektiv. Denn wenn ich da jetzt mit zu vielen Schergen angreife, glaube ich, dann werden wir ein Problem kriegen. Denn das sind einfach viel zu viele von den Schnecken. Ah, und da scheint ein Spawner zu sein. Kann nicht angehen, kommen da jetzt immer wieder welche neu? Okay. Ich schicke einfach mal meine ganze Horde rauf. Und ja, da sind echt wieder welche gefallen jetzt. Boah, da kommen einfach die ganze Zeit wieder neue. Okay. Overlord hinter dir. Uah, tötet die Riesenschnecke. So entstehen diese Dinger also. Ich kann gar nicht hinsehen. Schlag zu, bis sie aufhört. Okay, meine Schergen sind jetzt hier scheinbar auf der anderen Seite von dem Viech. Los, alle rauf hier, aber. Boah. Ja, mein Flammenwerfer macht auch nicht so wirklich viel Schaden an der. Gibt's hier irgendwo noch.
Schergennest. Ne, ich sehe keins. Das bringt nicht, nichts eigentlich, was ich jetzt gemacht habe. Und einfach mal unsere Schergen rauf da. Boah. Ja, los hier, ihr drei könnt da auch noch mit drauf. Dann kriegen wir das Viech vielleicht besiegt. Ja, das sieht gut aus. Ja, los, kommt. Den hat sie nicht mehr. Ihr habt die Riesenschnecke zerquetscht. Naja, zerquetscht würde ich das nicht unbedingt nennen. Aber jetzt sind immerhin die anderen Neste zugegangen, glaube ich. Und wir haben ordentlich grüne Lebensenergie gefunden. Das ist ja auch schon mal was. So. Um Gottes Willen. Gut. Ja, 6 Schergen habe ich noch. Und das sind alles grüne. Nehmen wir mal 5 rote mit. Und ja, nochmal 5. So, 20 Stück haben wir dann. Das sind 15 grüne, 5 rote. Warten wir mal, bis wir ein paar andere Schergen finden. Gut, und wo geht's jetzt hier lang? Mal schauen. Mal gucken, wo wir jetzt überhaupt hinkommen. Erstmal die Barrikaden hier auf jeden Fall mit dem Erdboden gleich machen. Und da vorne sind wieder noch ein paar Schnecken. So, da liegen sie. Ach, hier ist wieder so ein Schneckennest, glaube ich. Ein bisschen Mana können wir sehr gut gebrauchen. Gut, dann lasst uns mal da drüben noch die Fässer kaputt machen. Ah, ein guter Mana treibt nochmal. So. Und gehen wir hier oben lang. Ah, da unten ist ordentlich Feuer gerade. Noch am Brennen. Müssen wir wahrscheinlich hier mit den Hebeln. Ah, okay. Gut, das heißt, wir werden unsere Schergen da unten parken müssen gleich. Und die dann hier so durchlotsen. Beziehungsweise wir können auch die schon so da runter schicken. Ich mache jetzt mal kurz die Zwerge platt, die da unten sind. So, auf sie. Okay, das ging schnell. Kurz und schmerzlos. Und was haben wir hier denn noch für ein Nest? Ah ja, okay, davon haben wir aber noch genügend. Obwohl, wir nehmen einfach nochmal welche mit. So. Und da vorne ist wieder einer von diesen Viechern, von diesen Käfern. Und unten ist ein Zauber. Boah, da sind wieder 2 von den großen Käfern. Ich helfe mal hier mit. Bevor der wieder mit seiner starken Attacke hier loslegt. Und jetzt gibt es ordentlich rote Lebensenergie für uns. Ah, hier unten sind noch ein paar Items. Nehmt die mal alle mit. Die Truhen könnt ihr auch nochmal öffnen. Da kommt die Truhe da auch. Genau, das ganze Gold mitnehmen einmal. Und wir finden jetzt echt richtig viel Lebensenergie, muss ich sagen. Das gefällt mir. Da noch die kleinen Käfer platt machen. Geben alle nochmal ein bisschen Lebensenergie. Gut, da drüben ist auch noch eine, die könntet ihr mir auch nochmal... Ach, die kriegen hier wieder diesen einen Käfer nicht. Okay, hier die ganze Lebensenergie einsammeln. Und dann alle auf diesen großen Käfer erstmal wieder. Und bitte nicht. Nein, 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 das kann man nicht annehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, lass uns den Zauberspruch nochmal schnell
Bergen und dann gehen wir weiter. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ach, war das gar kein neuer Zauberspruch? Oder erhöht das jetzt die Kapazität an Schergen, die wir haben können? Ich weiß es nicht genau. Ah, wir haben noch ordentlich rote. Und mal schauen, wo es jetzt zum Teleporter geht, weil ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Ah, okay, die gehen jetzt hier durch. Ich hoffe, ihr haltet jetzt an. Ja, danke schön. Immerhin sind unsere Schergen einigermaßen klug. Und dann greifen wir mal eben noch die Zwerge da an, bevor wir unsere Schergen da durchlassen. So, einmal angreifen. Und die Lebensenergie mitbringen, genau. So, komm mit. So, jetzt müssen wir das Feuer noch einmal umleiten, damit unsere Schergen da durch können. Gut. Und wieder zurück. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Und ich werde mir hier mal ein paar Schergen holen. 15 Stück haben wir, dann nehmen wir einfach nochmal 10. Ey, das wollte ich doch nicht. Ich nehme nochmal 10 Stück mit. So. Los, alle ran da. Gut, dann haben wir jetzt 10 rote, 15 grüne. Na los, wo gehen die her? Ah doch, sie kommen. Ich dachte, jetzt hängen sie da schon wieder irgendwo fest. Okay, ein paar blaue wären eigentlich auch mal nicht schlecht. Und hier ist der Teleporter. Ach, und hier gibt es sogar braune. Holen wir uns nochmal einen ordentlichen Schub. Dann haben wir wieder die maximale Schergenanzahl erreicht. Gut, und dann werde ich jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Der Flammenzauber sauber. Es handelt sich dabei um eine Feuersäule, so hoch und breit, dass sie die Götter aus dem Himmel brennen könnte. Ja, wir haben einen neuen Flammenzauber, den werden wir beim nächsten Mal dann vielleicht testen. Auf jeden Fall werden wir uns dann den Schmelzofen da drüben krallen. Und ich mache an der Stelle jetzt erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.